Ach ja, herzlich willkommen zurück auf Terra 2. Alles ist wie gehabt beim Alten. Wir waren dabei, unser Haus auszubauen, aber uns ging das Material aus, weil es Nacht wurde. Nun, und der verräterische Mr. Tenner hier hat die ganzen Kreaturen der Dunkelheit reingelassen ins Haus, so dass wir gezwungen waren, sie auch noch zu bekämpfen. Ja, wie das so ist. Aber jetzt können wir wieder Holz sammeln und noch viel wichtiger, Stein. Genau, Stein brauchen wir für unseren Lohlenkeller, den wir da bauen wollen. So, dann entferne ich mich mal ein wenig weiter vom Haus. Und da ist gleich Stein und ein Pilz. Mit den Pilzen kann man Heiltränke brauen. Aber Stein brauche ich jetzt ganz dringend, denn Stein bringt uns weiter voran. Oh yeah. Gar keine Gegner in der Nähe. Ich weiß nicht, ob mich das freuen oder beunruhigen soll. Das ist jetzt echt seltsam. Oh mein Gott, da kommt der Mr. Tenner. Ah, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Driver. Genau, Tenner. Und da kommt der erste Blub und... Ah, da hat Mr. Tenner keine Chance, da wird er ins Wasser nicht geschubst. Aber ich muss mich jetzt erstmal um den Blub kümmern. Oh nein! Oh. Verdammte. Stirb! So. Hat der Blub mir gerade 2 Schaden gemacht und dem Mr. Tenner da nur 1? Das heißt, Mr. Tenner hat mehr Rüstung als wir. Das finde ich inakzeptabel. Oh, ich komme nicht dran. So. Ah, Stein. Ich dachte schon, das wäre irgendein Erz. Das sah so glänzend aus. Und jetzt sieht man oben rechts die Luftanzeige, die auftaucht. Und der nächste Blub kommt, das könnte natürlich ein Problem werden. Ah, aber er ist zu dämlich und springt einfach in das nächstbeste Loch und kann uns nicht mehr erreichen. Was gut ist. Denn hier unten hätten wir nicht ausweichen können. Da hätte er ein... Oh mein Gott, wo führt uns das hin? Ah gut, jetzt ist es erschöpft, die Steinquelle. Erstmal das Wasser ablaufen lassen ein bisschen und dann mich hier rausbuddeln. Ah, da ist noch ein Stein. So. Und mal Licht hier unten machen. Oh mein Gott, eine Höhle. Oh mein Gott, ein Blub. Drecksviech, so. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde da unten... Oh, Häschen. Yay! Ah! So. Spinnen weben da oben. Auch daraus kann man natürlich was bauen. Wie soll es auch anders sein? Aber erstmal muss man mal drankommen. So. Ah, hier ist ja richtig was los. Ah, Stein. Brauche ich das so dringend?
Okay, hier geht's dann nicht mehr weiter. Dann müsste ich anfangen zu graben. Gut, da komme ich dran. Das heißt, ich kann mich dahin graben. Oh, shit. So. Ja, genau hier wollte ich rein. Dann hole ich mir noch den Stein und grab mich langsam nach oben schräg. Bestimmt komme ich dann direkt in mein Haus raus. Das wäre perfekt. Denn dann wäre der Keller schon gigantisch groß. Ach ja, ich sehe nichts. So. Oh, ich dachte schon. Afro, gib mir die Kraft, mich durch diese Tonnen Dreck an die Oberfläche zu graben. Ah, da oben sehe ich schon ein Licht. Warum ist es so dunkel? Oder ist das Wasser? Da oben rechts? Oh, ich muss Licht machen. Oh, hier kommt wieder Stein. Auch nicht schlecht. Dann noch mehr Stein. Mir fällt mal gerade so nebenbei auf, dass der Anfang von Terraria ja nur aus Gehacke besteht. Ich habe so lange keinen Charakter auf diesen Stand mehr angefangen, der sowas von nichts hatte an Ausrüstung. Oh, so. Perfekt. Und da ist mein Keller. Ich hab doch gesagt, das wäre perfekt, wenn wir bei unserem Keller rauskommen. Und genau da kommen wir auch raus. Oh mein Gott. Das ist ja... Das ist ja... Unglaublich. Das würde ja glatt bedeuten, dass ich Glück... hätte. Wir kommen perfekt zu unserem Keller raus. Oh, ich hänge irgendwo. Wo hänge ich? Ich sehe nichts. Oh mein Gott. So. Ah. Hier ein bisschen dran vorbei. So. Ah, und hier ist irgendwie noch eine Höhle. Scheiße! Nicht fluten! Oh mein Gott! Was geht denn da unter mein Haus ab? Hoffentlich fließt das irgendwo hin, wo es nicht schadet. Was geht denn hier? Ein Fisch? Oh, rein in die Dunkelheit. Oh mein Gott. Scheiße, wo bin ich? Ich glaube, ich werde sterben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sterben werde. Ah, gut. Das ist überlebensnotwendig, dass ich hier mal ein bisschen sehe. Aber immer noch nicht genug eigentlich. Verdammte. Ich glaube, ich werde sterben. Nein, ich komme da eh nicht mehr hoch so schnell. Oh, egal. Wir haben Geld verloren. Was ist denn da für eine dreckige Scheißhöhle unter mein Haus? Geflutet mit Wasser, voll mein Grab. Oh, ein Fisch. Stirb! So. Aus Goldfischen kann man sich lole Sachen machen. Dann werde ich sie eben von oben weiter graben. Oh, noch ein Pilz. Aber jetzt habe ich auch genug Stein für einen Furnace. Also einen Ofen. Mit dem ich neues Zeugs bauen kann. Wo stelle ich ihn hin? Da. Brauche ich noch irgendwelches Holzzeugs? Fackeln, auf jeden Fall. So.
Stein habe ich immer noch ohne Ende. Aber sonst brauche ich nichts aus Holz noch, oder? Ah, Wood Walls. Stone Walls, meine ich. Steinwände. Für meinen Keller. So. Ach ja, werden wir jemals was von dem Rest der Welt sehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir hier auch ein Leben in Einsamkeit und Isolation im Keller führen. Noch schnell die Wand wegmachen. Wobei von schnell keine Rede sein kann. Eher von schnellstmöglich. So. Oh, warum ist es schon wieder so spät hier? Eigentlich. War doch gerade erst Tagesanbruch. Dann bin ich ein bisschen runter in die Höhle da gegangen und jetzt ist schon wieder Abend. Das hätte ich auch genauso gut bei Nacht machen können. Ich war ja gar nicht an der Oberfläche. So. Perfekt. Mein Keller nimmt Gestalt an. Mein Kellereingang so erstmal. Ich muss raus hier. Da, Wood Platform. Die packe ich dann mal hier hin. Bam. Und Inke nach oben. Noch ein paar Stone Walls. Ich glaube, da sind noch Löcher. Ja, man hört's. Irgendwo. Mein Gott. So, ich glaube, das war's. Ja, das reicht so. Dann wollte ich doch noch irgendwas. Ach ja, genau, ich brauche eine Tür. Zum Glück habe ich noch genug Wood. Und bam! Perfekt. Noch ein Wood Platforms. Ein bisschen knapp unter der Erde, der Zugang. Moment mal. Mach ich hier wieder ein bisschen zu. Und natürlich die schäbige Dreckwand hier wegmachen. Ja, komm, schaffe ich es da drum. Yeah. Ohne meine Wood-Plattforms zu zerstören. Hoffentlich reicht das jetzt noch. Bestimmt nicht. Boah, reicht nicht. Super. Dann brauche ich noch ein paar Stone Walls. Um den Rest hier fertig zu machen. So. Das war's jetzt. Noch hier eine Fackel an die Wand klatschen. Nein, Überkopfhöhe. So, da. So. Alles schön symmetrisch. Und da kommen wieder die Zombies angekrochen.
immer schön Woodplanks, Plattforms hier hinmachen. Sonst komme ich irgendwann nicht mehr hoch. So. Und Mr. Tenner läuft da geschillt. Mein Gott, irgendwie ist das eine coole Sau. Aber die wollen ja auch nur mich, die Arschgesichter. Ich darf jetzt nicht mal einen Tunnel fluten. Mal hier so Dingens hinbauen. Torches. Wo ist... Ah, ich habe keine Planks mehr. Dann make ich mal kurz welche. So. So, wie viele Blöcke mache ich die jetzt immer? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Oh, ist ein weiter als der obere. Das darf so nicht sein. Ein weiter höher. Ja, das... Nee, jetzt ist er ein zu tief, oder? Sieht so aus. Verdammte. Ach, scheiß drauf, ey. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr hoch. Das wäre... Lol, wenn der Tunnel jetzt noch einstürzen könnte und mich hier begraben würde für immer. Oh, da komme ich auch nicht hoch. Shit. Ich könnte dann hier so zwischen... So Zwischendinger hier immer, so Trittdinger hier hin machen. So, ja. Ja, so mache ich das. Das sieht dann aus wie so Plattform und dazwischen Leitern. Leiter-Dinger, Dingsbums-Dinger. Ich glaube, das ummantel ich auch noch mit Stein. Den ganzen Tunnel hier. So. Perfekt. Und den Boden unter mein Haus mache ich auch aus Stein. Oh mein Gott, nein. Nicht mich einmauern. So. Nein, ey! Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, ich wollte hier noch ein Dings hinbauen. So war es hier. So. Und jetzt mache ich erstmal die Wände. Dann baue ich mich hier lollig durchs Wasser durch. Oh. So. Perfekt. Oh mein Gott, nicht perfekt. Soll ich das jetzt weiterbauen oder soll ich mich jetzt nach draußen wagen und... Ich habe nämlich eine Idee. Ich muss mir kurz einen Stuhl bauen, denn Stühle sind extremst wichtig. So. Und dann natürlich noch ein paar Fackeln dann nach draußen. Inken. Und da liegt eine Sternschnuppe, ich sehe sie. Das ist natürlich auch Handwerksmaterial, aber vorher muss ich mich durch die Horden der Untoten hindurchschnetzeln. Oh yeah. Und da zerplatzen sie. Und da liegen, oh mein Gott, drei Sternschnuppen. Fallen Stars. Yeah. Zum Glück komme ich hier noch durchs Gelände, ohne mir extra Rampen zu bauen,
Mein Haus leuchtet im Dunkeln hier. Strahlend hell. Und genau diese Viecher, die Demon Eyes, brauche ich. Oh mein Gott, da ist ein Demon Eye in der Höhle unter mein Haus. Wie kommt es da hinein? Ich glaube, mit der Axt kann ich da besser draufhauen. Stirb. Wie viel hat es noch? 38 von 60 HP. Was ein Scheißvieh. Oh mein Gott, jetzt komm schon. Oh Gott. Dieses Scheißschwert, ey. Ey, wann stirbt das Ding denn endlich mal? 11 HP noch. Und da hat man gerade gehört, ist es wieder eine Sternschnuppe runtergekommen. Scheiße! Oh mein Gott. Ah, und da habe ich eine Lens. Also eine Linse. Und davon brauche ich noch eine, dann kann ich das machen, was ich vorhatte zu tun. Das werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Das Viech hier unten muss ich auch noch dann töten. Vielleicht droppt das dann auch eine. Scheiße, jetzt ist gar keine Verbindung da. Nee, da darf ich mich nicht durchbohren. Dann gehe ich hier mal kurz durch über der Wasseroberfläche. So. Oh mein Gott. Komm her. Oh, wieso haben die so viel AP? Oh Gott. Zum Glück habe ich einen Heiltrank zumindest, den ich gefunden habe. Oh Gott, ey. Oh, Heiltrank. Was, nur 15 AP macht der scheiß Heiltrank? Was geht denn ab? Was ist los mit der Welt? Das hat einen höheren Knockback, die Axt. Das ist ganz gut. Los. Hallo, HP. Und da oben ist noch ein Demon Eye. 15 HP hat es noch. 13. Boah. 9. 7. Diese Spannung. Ich kann es kaum aushalten. 3. 2. Natürlich jetzt noch eins. Und eine Lens. Yeah. Was will man mehr? Mehr wollte ich doch gar nicht. Da könnte ich auch eine Tür hinbauen. Aber egal. Jetzt erstmal. Weil sonst kommen von da unten die Viecher rein, wenn die da ausspawnen. Oh, und hier ist noch keine Decke. Kellerdecke. Oh, verdammt. Komm schon. Ja. So. Und jetzt baue ich mir hier eine Brille. Goggles. Yeah. Und die tue ich natürlich in den Social Slot. Und schon hat unser Afro-Zombie auch eine Lole-Brille. Das war es doch wert, sich in Lebensgefahr zu begeben, diese stylische Accessoire für unseren Afro-Zombie. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ich denke, ich sollte nach Erz suchen. Und da mir nichts Besseres einfällt. Aber ich weiß nicht, auf welche Weise ich das tun soll. Soll ich mich hier weiter durchgraben? Das könnte noch lange dauern. Ich muss eigentlich nur mal Metall finden. Mal gucken, haben die das gefixt? Ja, haben sie. Oh, doch nicht. Man kann immer noch Steine ins Wasser bauen und sich so den Weg durchs Wasser bahnen, ohne das Wasser überhaupt zu berühren. Was gut ist. Ich zeig dann mal gleich, wie das geht. Oh, ich habe bald keinen Stein mehr. Fällt mir gerade auf. So, ich baue mir jetzt... ich glaube, das war sinnlos. Ich muss ja erstmal näher an die Wasseroberfläche ran. Oh, ja, so nah ungefähr. Und dann baut man sich ja einfach durch... Alles schön zumachen. Und auch da eine Schutzschicht. Und dann macht man das hier weg. Und schon kann man sich hier durchs Wasser bauen. So ungefähr. Aber jetzt habe ich keinen Stein mehr. Und ich komme hier nicht mehr raus. Wo muss ich denn die Treppe hinbauen? Da ungefähr. Verdammt, es reicht nicht. Mache ich da auch nochmal. Oh, ich habe keine Treppen mehr. Zum Glück habe ich noch Holz, ey, sonst wäre ich ganz im Arsch. Dann müsste ich mich hier rausgraben.
Oh, daneben. Oh, das hat überhaupt keine Struktur. So. Aber so geht das. Ah, und es ist schon wieder Tag. Hallo, Mr. Guide. Was kann ich denn craften aus Fallen Stars? Sag es mir. Und dann tut man hier das Material in das Kästchen. Und dann sieht man, man kann sich niedere Mana-Tränke machen aus drei Fallen Stars. Oder man kann sich, aus einem Fallen Star zwei Gel, also Schleim, und zwei Flaschen. Flaschen macht man sich aus Sand, den man zu Glas schmilzt. Oder hier ein Mana-Regenerationstrank, ein magische Power, also magische Kraft, Magitkraft-Trank, so. Da braucht man Moonglow-Pflanzen und Deathweed-Pflanzen für eine Flasche Wasser und noch ein Dingensbumstern. Und oh mein Gott, eine Space Gun. Nicht, dass ich die hätte mit irgendeinem Charakter. Nein. Ja, dafür bräuchte ich dann eine Flintlock-Pistole. Aber das ist alles Zukunftsmusik eigentlich. Und was kann ich denn aus dem Fisch bauen? Das ist doch wohl mal interessant, oder nicht? Genau, eine Bowl of Soup mit einem Fisch, einem Bowl, einem Mushroom und einem Goldfisch. Ein Fischbowl, das ist ein Modeteil, das wird dann hier hinkommen, wo ich die Brille sitzen habe. Oder eine Neptune's Shell, eine Neptun-Muschel, Schale, Neptun-Schale. Transforms the Hola into Merfolk when entering water. Ah, dann wäre ich zu einem Meermenschen, wenn ich das Wasser betrete und kann somit höchstwahrscheinlich schwimmen und atmen unter Wasser. Aber dafür brauchen wir auch ohne Ende Zeugs. Korallen, Haiflossen, 15 Goldfische, ich habe einen habe ich, 5 Soul of Lights, das die Farbe des Gegenstandes zeigt die Dingens an, die Seltenheit. Das hier ist weniger selten als das hier zum Beispiel. Und das hier ist, glaube ich, ja, weiß. Ich bin nicht farbenblind. Weiß ist gar nicht selten. Also Standardgegenstand, den man einfach nur aufnehmen muss. Wie zum Beispiel solche Goldfische. Dann renne ich mal ein wenig raus in die Welt hinein. Und suche nach meinem Glück. In Form von Erz. Oh, ich komme hier nicht hoch. Oh, falsches Werkzeug. Glück, verlasse mich nicht. Ich glaube, ich lasse das Wasser jetzt da unten in den anderen Bach reinlaufen. Los, Wasser, fließe. Oh, es überflutet die ganze Fläche. Und es hat eine Fackel in den Tod gerissen. Da liegt sie. Die muss ich da wieder platzieren. Ich muss es einfach tun. Fragt mich nicht, warum. Oh, scheiße. Oh, mein Gott. So. Oh, jetzt brauche ich hier wieder irgendwie was, um rauszukommen. Mal hier eine Woodplank hinbauen. So. Und jetzt habe ich mir auch hier nebenbei den Ausweg gebaut. La la la. Ui. Hier eine kleine Brücke drüber inken. So. Und wieder ein Pilz. Ah, das! Da! Oh yeah, ich hab's gefunden, endlich. Meine Suche war erfolgreich. Eisenerz, Ink. Eisenerz. Eisenerz. Finden wir hier noch mehr von solch Gerätschaften? Ich schätze nicht. Ich bin eigentlich eher dafür, weiterzugehen.
Hier ist noch Lehm. Ja, Lehm. Und ein Vögelchen. Stirb. Mein Gott, was ein Gelände. Oh mein Gott. Ja. Oh, jetzt kann ich hier nicht hacken wegen den scheiß Bäumen. Aber da sieht man das Eisenerz. Und da hinten ist auch Bronzeerz. Obwohl das Bronzeerz minderwertiger ist als das Eisenerz. Aber die haben die ganze Rate erheblich erhöht. Von den ganzen Zeugs. Von den Erzen. Weil die haben den Content ja erweitert. Und neue Erze hinzugefügt. Und einen harten Mode, den man freischaltet, wenn man einen bestimmten Boss tötet. Und damit das keine 5 Jahre dauert, erstmal dahin zu zocken, haben die natürlich so hier Eisen und so erstens mal weiter in die Oberfläche gepackt und natürlich auch häufiger hingepackt. Um es mal so zu sagen. So, da noch ein bisschen, aber ich guck gerade auf die Uhr und es wird knapp. Ich baue noch das Erz ab und dann werde ich einen Schnitt machen. Da unten das auch noch, das Bronzezeugs. Dann werde ich die Höhle hier auch fluten gleich damit. So. Was? Wo kommt das Licht her? Ach so, da hinten ist ein Loch in der Hinterwand. Und jetzt kommen herein Wasser. Ganzen See erstmal weg, inken. Okay, das war's dann für diesen Teil. Im nächsten werden wir dann unsere Suche nach Erz fortsetzen und hoffentlich dann irgendwas daraus bauen können. Ich sage tschüss. Und bis zum nächsten Mal.